Hallo zusammen, herzlich willkommen in meiner Küche. Meine Kinder sind in der Schule und im Kindergarten und es ist so, dass sie dort auch Mittagessen bekommen, denn sie haben eine Minimensa sozusagen und wenn sie abends nach Hause kommen, fragen sie: Mama, hast du nicht auch etwas gekocht für uns zum Mittag? Nein, habe ich nicht, weil ihr esst doch in der Schule. Das war früher so. Die Kinder wollten einfach gerne wieder was Warmes zum Abendessen von ihrer Mama gekocht bekommen. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich denen dann abends ein schnelles Gericht herzaubere. Heute gibt es gebundene Kartoffel- und Möhrensuppe. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Die Zutaten: ein hart gekochtes Ei, 250 Gramm geschälte Kartoffeln, 250 Gramm geschälte Möhren. Dann brauchen wir noch 750 Milliliter Wasser, 3 gehäufte Teelöffel Gemüsebrühe, einen halben Teelöffel Zucker, 100 Milliliter Sahne, eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer und ein bisschen Petersilie. Kartoffeln in Würfeln schneiden, damit sie beim Kochen einfach schneller gar sind. Das Kochen selbst dauert circa 20 Minuten. Dann nehmen wir das Wasser und gießen es in einen Topf und lassen dann die Möhren und Kartoffeln einfach kochen für 20 Minuten. So, die 20 Minuten sind um und das ganze Wasser, was da drin war, ist verdunstet. Und die Kartoffeln und Möhren sind wunderbar weich gekocht. Jetzt noch ein bisschen Wasser hinzufügen, je nachdem, wie dickflüssig die Suppe sein soll. Und dann können wir das Ganze pürieren. Jetzt kommt noch die Sahne mit rein und dann noch die restlichen Gewürze, außer Petersilie und Ei, die kommen dann zum Schluss. Die Suppe ist sehr schön sämig, cremig und das Ganze wird jetzt kurz aufgekocht und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Das Ganze habe ich jetzt ein bisschen aufgekocht und jetzt ist es eigentlich servierfertig.